Fall abzugeben. Ich freue mich extrem, extrem, genau diese Speaker auf diesem Call zu haben, weil jede einzelne Person hat sich so krank deserved, auf diesem Team-Call zu speaken. Und die erste Person tatsächlich, die heute diesen Team-Call hier eröffnen darf mit ihrem Value, ist der liebe Dani. Und macht mal Welle in den Chat für Dani, egal ob du Dani kennst, egal ob du Dani nicht kennst, egal ob du mit ihm arbeitest, egal ob du nicht mit ihm zusammenarbeitest. Weil ich sage euch, Leute, das, was er bis jetzt einfach kreiert hat, ist extrem, extrem krass, was er für Leute in seinem Team einfach hat, mit welchen Menschen er zusammenarbeitet, wie professionell er irgendwo auch ist, weil ich sag euch, wie ich es auf der Bühne, glaube ich, zu einem Yassin gesagt habe, nicht jede Person hat immer Bock, den ersten Part zu machen und irgendwie als erstes auf dem Teamcall zu speaken und ihn, das ist absolut kein großes Ding, er ist eine extrem, extrem krasse Person of Value und ich weiß, egal an welchem Punkt du gerade bist, ob du neu gestartet bist, egal in welchem Bereich du vielleicht gerade bist, egal wo du gerade Struggles hast oder wo es gerade extrem, extrem gut läuft, ich weiß zu 100%, dass Dani dir gleich Punkte mitgeben wird, womit er dich komplett auf das nächste Level bringt, womit er dir so unglaublich krass helfen kann, weil diese Journey, und vielleicht wird Dani gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, die er gemacht hat. Ich sage euch, Leute, die meisten Resultate, die ihr hier auf diesem Teamcall seht, sie haben was mit Work Ethic zu tun, aber diese Leute durften extrem, extrem viel auf ihrer Journey einfach lernen. Und genauso eine Person war Dani, die so unfassbar krasse, aber vor allem wertvolle Learnings einfach lernen durfte, weshalb er jetzt an diesem Punkt steht, weshalb er auf jeden Fall bis Zagreb noch ein weiteres Mal auf der Bühne sein wird, weil Leute, jede Person schon mal, die jetzt auf diesem Teamcall speaken wird, wird sich auf der Bühne in Zagreb vor 15.000 Menschen eine Urkunde abholen. Und Dani ist bis jetzt, nach seinem jetzigen Resultat, schon mal eine Person davon, die das auf jeden Fall machen wird, mit einem Alex Morton, mit einem Matt Rosa dort auf dieser Bühne einfach stehen wird. Und ich freue mich extrem, denn es ist extrem, extrem krass deserved. Und damit würde ich sagen, ich will euch gar nicht so viel Zeit immer klauen mit meinen Edifyings. Ich bin extrem, extrem stolz auf dich, Dani. Du müsstest dich auf jeden Fall entmuten können. Macht weiter Welle in den Chat für Dani. Wenn du jemals auf diesem Teamcall speaken willst, dann solltest du jetzt in den Chat schreiben. Egal, ob du ihn kennst oder nicht. Ich habe gefühlt die 1 platt gedrückt bei meinem Laptop und ich kannte die Person nicht mal. Einfach, weil ich dachte, ey, die Person hat einen Grund, warum sie auf diesem Teamcall speakt. Deswegen, ich sehe, der Chat brennt auf jeden Fall und ich würde sagen, Dani, du kannst dich auf jeden Fall muten. Ich freue mich extrem auf dein Value. Alright, easy. Ey, sehr, sehr krasse Sache auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Erstmal danke für die lieben Worte. Ich finde es immer krass. Ich weiß nicht, ich war damals selber auch auf den Teamcalls. Wenn ein Olli zum Beispiel geerdifiert wurde, hat immer den Call gestellt, boah, es ist so krass, ein Edifying von Sophie zu bekommen. Ich dachte immer so, boah, ich will das auch mal bekommen. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Deswegen, Guys, zieht auf jeden Fall durch. Ich sage euch ehrlich, ein Edifying von Sophie ist auf jeden Fall different. Aber yes, Guys, ich werde auf jeden Fall Punkte ansprechen, sage ich mal. Ich werde jetzt nicht, sage ich mal, besonders darauf eingehen, auf irgendwelche Networking-Skills, wie man jetzt irgendwie, ja, sage ich mal, irgendwie Prospect oder sonst irgendwas, sondern ich werde, sage ich mal, auf Themen eingehen, die, sage ich mal, mir auch so, so krass geholfen haben, jetzt nicht nur, sage ich mal, auf dem P1K, sondern allgemein, sage ich mal, jetzt in dieser ganzen Laufzeit, wo ich am Start bin, ich bin jetzt schon ein bisschen länger am Start, sage ich mal, jetzt knapp 1,5 Jahre und als allererstes ist es aber wichtig, sage ich mal, es ist sehr, sehr schwierig, sage ich mal, Potenzial zu erkennen, wenn du es selber nicht sehen kannst, ja, deswegen, weil eine sehr, sehr krasse Sache, die ich damals gehört habe, war zum Beispiel, if you can believe it, you can achieve it, ja, deswegen, Guys, schaut wirklich, dass ihr, sage ich mal, erstmal überhaupt als Allerwichtigstes erstmal dran glaubt, ja, weil wenn du dir selber nicht vorstellen kannst, ja, dass du irgendwann mal an diesem gewissen Punkt stehen kannst, ja, wie sollst du wirklich die Actions reinbringen, um irgendwann an diesen Punkt zu kommen? Weil ich bin euch ehrlich, ich habe damals irgendwie angefangen, Gas zu geben und so weiter, aber ich hatte nie, sag ich mal, dieses richtige Vision Board vor mir. Mittlerweile meine ganze Wand ist vollgeheftet mit irgendwelchen Bildern. Ich glaube, die Jungs, die ein bisschen enger mit mir zusammenarbeiten, wissen das auf jeden Fall. Ungelungen, ich habe, glaube ich, 15 Bilder hier hängen, irgendwie von Autos, von Uhren, von Bühnen oder von was weiß ich. Aber es war nicht immer so, wisst ihr, weil ich war damals, sag ich mal, die Person, ich hatte ein Blatt Papier vor mir hängen, wo irgendwie ein Lambo drauf war und so weiter. Aber es waren nicht die Dinge, sag ich mal, auf die ich richtig zugearbeitet habe. Deswegen schaut wirklich, dass ihr euch einfach, sag ich mal, ein klares Bild macht, okay, wo wollt ihr hinkommen? Ja, weil es wird euch schwerfallen, sag ich mal, wirklich sehr, sehr krasse Actions reinzubringen in dieses Business, wenn ihr nicht mal wisst, okay, wohin damit überhaupt, ja, deswegen das ist auf jeden Fall erstmal wichtig, dazu macht euch wirklich Gedanken, okay, wo wollt ihr überhaupt wirklich hin, ja, weil im Endeffekt nur durch Action kommen Results, wisst ihr, nur durch Action kommen Results, weil vor den Actions muss erstmal immer ein Gedanke da sein und
Es war krass, ja. Auf jeden Fall Shoutouts an Joseph, Yasin, Amelie. Wir sind gestern zum Beispiel durch die Nürnberger City gelaufen bei uns. Und es ist crazy, weil jede einzelne Person, wir haben gestern ein bisschen über Vision Talk geredet. Und jede einzelne Person hat einfach, die Vision ist so clear, dass wir haben angefangen zu reden, okay, wer will wo leben, welches Auto will wer fahren, welche Farbe hat dieses Auto. Und es kam wie aus einer Pistole geschossen. Jeder wusste ganz genau, okay, ich will das, ich will das, ich will das. Ey, lass mal irgendwie dann alle zusammen in Beverly Hills leben. Deswegen, wir brauchen auch, wie gesagt, diese sehr, sehr klare Vision, das ist unermals wichtig. Und was zum Beispiel auch, was, sag ich mal, ein sehr, sehr krasses Learning vom BYB-Event vor allem bei mir war zum Beispiel ein Satz von Ilya, und zwar, Menschen werden nicht verstehen, was du siehst, aber Menschen werden auch nicht verstehen, sag ich mal, warum du eines Tages das Leben führst, was sie sich gerade mal erträumen können. Weil im Endeffekt, das ist wirklich eine so, so wichtige Sache, weil ihr werdet immer Ablehnung von außen bekommen. Ihr werdet immer irgendwie, sag ich mal, diese Ablehnung bekommen, okay, ja, was machst du da überhaupt eigentlich? Klappt das Ganze überhaupt? Scam und so weiter, hör auf mit dem Bullshit. Das musste ich mir auch so, so krass oft anhören, ja. Aber im Endeffekt zieht einfach durch, weil wie gesagt, Ilya hat es eigentlich perfekt geschrieben, andere Menschen werden niemals das sehen können, was ihr wirklich vor euch seht. Aber das ist auch genau der Grund, warum genau auch diese Menschen nicht verstehen werden, okay, warum ihr an diesem Punkt stehen werdet, an dem ihr stehen werdet. Ja, deswegen, was sag ich mal auch, sag ich mal, ein bisschen auch damit zu tun hat, ist zum Beispiel, ja, Inspiration bekommst du durch andere Menschen, ja, aber Belief nur durch dich selbst, ja, weil frag dich mal wirklich selber, okay, wie hast du dich damals gefühlt, als du deine ersten Resultate gesmashed hast, vielleicht den ersten Rank, den ersten TP, vielleicht die allererste Auszahlung, ja, erinnere dich wirklich aber nochmal zurück an diese Momente, sag ich mal, als du wirklich Resultate geschafft hast, dieses Business, ja, wie war dieses Gefühl für dich, als du, sag ich mal, deine ersten Results geschaffen hast für dich, ja, weil ich weiß noch damals, als ich, sag ich mal, meinen ersten TP gehittet habe, das war so, so crazy, ich hatte zwar gar keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert hat, aber es war krass, hat Excitement erschaffen, deswegen schaut wirklich einfach, dass ihr euch einfach Inspiration, sag ich mal, von anderen Menschen holt, aber das Belief immer einfach bei euch selbst, ja, und eine andere Sache, sag ich mal, die ihr wahrscheinlich nicht von mir jetzt das allererste Mal hört, ich denke mal, das sind Dinge, die ihr wirklich auf taglicher Basis hört, aber arbeite so, wie keiner will, um so zu leben, wie keiner kann, ja, weil im Endeffekt, frag dich mal wirklich selber, okay, wann hast du das letzte Mal 100% gegeben? Wann hast du wirklich 100% für dich selber gegeben? Weil im Endeffekt, so, ihr braucht es auch im Endeffekt gar nicht in den Chat reinschreiben, aber frag dich wirklich mal selber, okay, wann hast du das letzte Mal 100% wirklich für dich gegeben? Für deine Zukunft, für deine Familie, für deine zukünftigen Kinder? Wann hast du das letzte Mal wirklich komplett Gas gegeben für sie? Weil ich bin mir sicher, okay, ich werde diesen Sommer so, so krass grinden oder natürlich auch den Winter und auch die Jahre darauf, aber vor allem diesen Sommer werde ich so, so krass Gas geben, dass ich mir nächsten Sommer selber entscheiden kann, okay, was werde ich jetzt machen? So, stehe ich jetzt auf, gehe ich jetzt ins Gym, gehe ich was frühstücken, treffe ich mich mit Joseph, mit Yassi, mit anderen Leuten. Deswegen, das ist auf jeden Fall so, so krass wichtig. Lass uns wirklich diesen Sommer wirklich zu unserem Sommer machen. Lass uns BYOB allgemein komplett on the map bringen in diesem Sommer. Lass uns mit 1000 Leuten nach Zagreb zusammengehen, um wirklich, wie gesagt, einfach BYOB, PushMP und so weiter einfach on the map bringen. Und genau das wäre es tatsächlich auch schon von mir tatsächlich gewesen. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Speaker. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr macht euch alle Notizen. Wenn ihr es nicht bei mir gemacht habt, dann macht es auf jeden Fall jetzt. Weil jede Person, die jetzt auf jeden Fall wirklich auf diesem Call speakt, hat so, so krass in den letzten Wochen gegrindet, hat so, so krasse Resultate in den letzten Tagen erzielt. Deswegen lasst uns, wie gesagt, die Wertschätzung haben. Lasst uns mitschreiben. Und dann würde ich auf jeden Fall wieder an Sophie abgeben. Yes, ey Leute, ich sehe, der Chat brennt. Ey Dani, du hast so unglaublich, unglaublich kranke Punkte mitgegeben. Ich habe selber mitgeschrieben, ich war gerade noch dabei, das letzte aufzuschreiben, als du schon gesagt hast, dass du wieder abgibst. Ich musste mich auf jeden Fall beeilen, deswegen extrem, extrem geile Punkte. Und ich sagte, ich habe ein paar Privatmessages bekommen, wie krasse Punkte du einfach mitgegeben hast. Deswegen, ey, Props an dich. Und ich hoffe, das, was Dani gesagt hat, ihr habt euch die Punkte mitgeschrieben. Weil am Ende des Tages, Dani ist nicht für sich selber hier auf dem Call. Vielleicht ist auch mal ganz cool, auf dem Call zu speaken. Aber vor allem, um euch Dinge mitzugeben. Ja, deswegen, ey, vielen, vielen Dank. Extrem, extrem crazy Entwicklung. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, dann kommen wir zu der nächsten Person und auch die nächste Person. Und ich sag euch, bezieht bitte die Dinge, die ich zu einer anderen Person gesagt habe, meistens auch auf die Person, weil ich glaube, ich könnte mich 10.000 Mal wiederholen, wenn ich für jede einzelne Person anfange, das Edifying zu machen, weil jeder einfach irgendwo dieselben Dinge gemeistert hat, aber natürlich auf eine individuelle Art und Weise. Und die nächste Person, und es ist super, super witzig, wenn ich mich daran zurückerinnere. Und wir können vielleicht auch so anfangen, dass ich heute tatsächlich immer mal wieder, ihr kennt das so, Finn und ich wohnen zusammen, wir reden immer mal wieder über irgendwelche Dinge und wir lachen uns jedes Mal wieder drüber tot, weil er meinte, so 100%, ich dachte, Jenny quittet nach einem Monat.
Nach einem Monat, ich schwöre, ich dachte, dieses Mädchen wird weg sein. Das heißt, ich glaube, wir müssen gar nicht so viel drum rumreden, wer die nächste Speakerin sein wird. Und zwar ist es die liebe Jenny. Und Leute, ich weiß es noch wie heute. Und ich glaube, es ist fast genau 2 Jahre her, wie ich selber auf einem Incentive-Trip war und die Einarbeit schon mit einer Jenny gemacht habe. Und ich weiß gar nicht, ob sie sich da so stark dran erinnern kann. Und ihre Journey mitzuerleben ist so, so, so krass auch gewesen. Und ich glaube auch ähnlich wie bei einem Dani, es hat so eine lange Zeit einfach gebraucht, um einfach mal diese persönliche Entwicklung einfach hinzulegen, um zu so einer krassen Person zu werden, wie sie auch gerade ist. Weil ich sage euch, Jenny ist für mich kompetenzgefühlt in Person. Manchmal, sie schreibt mir irgendwelche Sachen und ich denke mir so, crazy, das müsstest du eigentlich noch gar nicht können. Das wäre vielleicht auch nicht 100% deine Aufgabe. Aber sie rockt einfach die Dinge. Und ich glaube, jede Person, die einfach Jenny kennt, weiß ganz genau, wie viel Value sie einfach in sich trägt, was sie für eine krasse Hustlerin ist und was sie für Level-Ups in der nächsten Zeit einfach auch weiter machen wird, weil ich merke, ihre Zeit ist jetzt. Deswegen auch für dich, manchmal ist deine Zeit nicht gerade, wo du sie haben willst, aber sie wird auf jeden Fall kommen und ich merke, Jenny, deine Zeit ist zu 100 jetzt, deswegen ey, vielleicht auch nochmal vorab gesagt, Leute, wenn ihr mit Dani zusammenarbeitet, ihr könnt so blessed sein, wenn ihr mit Jenny zusammenarbeitet, ihr könnt so unglaublich dankbar sein für genau diese Person und damit würde ich auf jeden Fall sagen, der Chat brennt, macht nochmal Welle, jede einzelne Person für die liebe Jenny und damit würde ich sagen, auf jeden Fall, Girl, ich gebe das Wort an dich ab und du müsstest dich auf jeden Fall muten können. Okay, mich hört ihr noch, ne? Hallo, hallo. Jetzt, ja. Ah. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zur Gewohnheit, nicht wie beim letzten Call, dass ich immer Probleme habe mit dem Mikro. Aber jetzt passt soweit alles eigentlich, oder? Könnt ihr mich hören? Okay, perfekt. Sehr gut. Nee, also boah, Sophie, also ich kann mich da auf jeden Fall echt nur dran anschließen, was Dani eben gesagt hat. Ich glaube, wenn man so ein Edifying von dir bekommt, eigentlich braucht man erst so ein paar Sekunden, um darauf klarzukommen, weil man sich einfach so unnormal freut, einfach diese Worte auch zu hören von dir. Deswegen erstmal danke sehr, auch dass ich überhaupt erstmal die Möglichkeit bekomme, hier speaken zu dürfen, aber ich möchte tatsächlich auch gar nicht allzu lang halten. Wir haben auf jeden Fall noch krasse Speaker, die nach mir kommen, deswegen ich möchte gar nicht so viel Zeit klauen. Aber ich habe mir tatsächlich einfach heute ein Thema rausgesucht, was mir einfach echt persönlich auch sehr, sehr geholfen hat, so in den letzten 1-2 Jahren, sage ich jetzt mal. Und zwar ist es einfach Act as if. Und zwar halt einfach, dass ich mir selber immer vorgestellt habe, wie ist diese Person, die ich später mal sein möchte. Jetzt vielleicht auch nicht mal darauf bezogen, wie es in 10 Jahren aussieht, sondern vielleicht im Network, wie ist die Person mit dem nächsten Rank, wie ist der nächste Trader, zu dem ich vielleicht aufschaue, einfach, dass man immer so eine Step oder eine Person weiter vor einem nimmt, also vor allem, ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine, und dass man einfach schon genauso handelt, wie diese Person einfach ist. Und ich sage mal das jetzt auch gar nicht mal, dass man sich irgendwie faken soll. Also das klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen negativ, aber ich glaube, ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine, dass man einfach auch diese Kompetenz aufbaut, dass man einfach, ja, vielleicht auch das, was Sophie eben gesagt hatte, dass man eigentlich schon Dinge weiß, über die man noch gar nicht Bescheid wissen müsste. Aber trotzdem ist es doch ein schönes Gefühl, wenn man eigentlich ja auch schon an dem Punkt steht, dass man weiß, okay, ich hätte es noch nicht machen müssen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und deswegen ist das einfach echt so eine sehr, sehr große Hilfe bei mir gewesen. So zum Beispiel bestes Beispiel, ich glaube, alle, die heute speaken werden, fühlen das so ein bisschen. Wir hatten jetzt nicht unbedingt die längste Vorbereitungszeit und alleine daraus habe ich so mein Learning draus gezogen, dass ich einfach jetzt schon so, also in dem Punkt einfach sein werde, wie zum Beispiel die nächste P2-Lady. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich eine Vanessa nachts um 2 Uhr wecke, sie wird mir trotzdem zu jeder Zeit irgendwie ein Part raussmashen können, sie wird mir die größten Nuggets um die Ohren hauen und ich glaube, das ist halt einfach so ein Punkt, wenn ich mich selber immer so gut vorbereite, dass ich ja gar nicht erst in diesen Struggle reinkomme, dass ich irgendwie diese Vorbereitungszeit brauche, sondern dass ich einfach so kompetent werde, dass ich das auch, ich sag mal, nicht ohne Vorbereitung, aber mit einer geringeren Vorbereitung auf jeden Fall genauso gut hinbekomme und zum Beispiel im Trading kann man das eigentlich auch genauso gut drauf beziehen, dass, ja, wenn ich dann zum Beispiel das 100k-Konto habe und da auch nur 1% mitmache, das sind immer noch 1000 Euro, glaubt ihr wirklich, dass man dann overleveragen würde, wenn man einfach schon so denkt, wie diese Person, die dieses Konto besitzt? Ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht. Und ich sage mal, das ist halt auch gerade, Dani hat es eben schon ein bisschen angesprochen, es kommt jetzt einfach eine mega interessante und spannende Zeit. Ich glaube, wir merken es alle, wir sitzen alle mit irgendwelchen Ventilatoren in unseren Zimmern. Es kommt der Sommer. Und das ist immer so ein bisschen die Zeit, ja, ich will es gar nicht irgendwie so heraufbeschwören, aber da trennt sich tatsächlich doch immer so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Man sieht es im Fitnessstudio, man sieht es in diesem Business, man kann es eigentlich auf viele Bereiche beziehen. Und da einfach
Ja, dass man sich auch jetzt, wenn der Sommer quasi anfängt, jetzt schon einfach fragt, okay, was wird mein Mentor tun? Ganz simpel eigentlich. Werde ich Sophie jetzt ab morgen, wenn es jetzt nur noch 30 Grad ist, immer am Badesee rumliegen sehen? Oder wird sie trotzdem ihre Calls machen? Ich glaube, jeder weiß die Antwort, also weiß man auch, was man selber zu tun hat. Ich glaube, so simpel kann das tatsächlich auch einfach sein. Und habe ich mir tatsächlich auch einfach selber mein Commitment gesetzt oder ein Commitment gesetzt, das kann jeder gerne mit mir zusammen machen, dass man trotz des schönen Wetters, trotz des Sommers, dass man den ein bisschen genießen soll, aber dass es keinen einzigen Tag gibt, wo ich nichts für mein Business mache. Und sei es, wenn es nur eine kurze MMX-Session sein wird, die vielleicht, weiß ich nicht, Ilja ist ja immer kurz und knackig dabei, einfach 30 Sekunden, 30 Minuten, dass man trotzdem irgendwas für sein Business macht, dass es keinen Tag gibt, wo ich einfach nichts mache. Ich glaube, danach fühlt man sich auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn man erst in diesen Grind reingekommen ist und dann gar nichts macht. Es ist komisch, ich sag's euch, wie es ist. Naja, auf jeden Fall ist es halt auch einfach so dieser Punkt, dass, ja, ich glaube, das hat auch schon jemand gehört, aber Ausreden, die man dann ja irgendwie erfindet, so, ja, es ist voll warm und ah, alle sind irgendwie draußen, Ausreden hören sich immer nur für einen selber gut an. Und ich glaube, jede Person, die noch ganz normal arbeiten geht, ich glaube, man kennt das so ein bisschen, ich gehe zum Beispiel auch noch arbeiten nebenbei. Und wenn man da öfters mal krank ist, so eigentlich juckt es ja niemanden, ob man da ist oder nicht. Also ob mein Chef jetzt gut findet, was ich mache oder nicht, ist auch im Endeffekt egal. Aber trotzdem hat man ja dieses Gefühl, wenn ich schon öfters krank war, dass wenn man sich dann doch noch mal krank meldet, so ja, irgendwie ist es unangenehm. Und ganz ehrlich, warum ist uns das auf der Arbeit unangenehm und hier in dem Business nicht? Also hier ist es doch eigentlich noch mal viel, viel schlimmer, weil ob jetzt mein Chef das gut findet oder nicht, aber ich muss mich ja selber irgendwie, ja, mit meiner Situation wohlfühlen, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach so ein Punkt, dass man ja das auch in diesem Business hier so genauso durchziehen sollte. Und deswegen einfach auch langfristig denken. Das hat tatsächlich mir auch echt immer geholfen, auch dass ich einfach am Start geblieben bin, nicht nach einem Monat direkt wieder gequittet bin, sondern dass ich halt einfach dachte, ey, nee, ich sehe das Ganze jetzt mal langfristig. Und auch wenn es dann bei mir vielleicht ein bisschen länger gedauert hat, dass ich einfach mal wirklich an den Start gekommen bin, ist mir jetzt im Endeffekt auch egal. Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall, habe nochmal gut die Kurve gekriegt, wenn man das so sagen kann. Und deswegen ist halt einfach die Frage, was ist jetzt dieser eine Sommer oder lass es auch zwei Sommer sein, wenn ich mir damit einfach ein freies Leben aufbauen kann, dass ich ja dann wirklich einen ganzen Tag auf irgendeiner Yacht rumliegen kann, mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen kann. Und dann ist es halt auch, glaube ich, egal, ob ich jetzt mal einen Sommer ein bisschen verzichtet habe. Und ich glaube, da auch einfach so dieser Punkt, was mir nochmal geholfen hat, was passiert einfach hinter closed doors? Was passiert, wenn ich hier in meinem Zimmer sitze, genau wie jetzt gerade? Und da habe ich mir zum Beispiel auch einfach mal, ich habe das, glaube ich, früher mal von Zucker gehört, der ist jetzt gerade nicht hier, aber ich glaube, ich darf das trotzdem sagen. Und zwar hat er sich einfach mal früher so ein Bild von seinem Mentor einfach an die Wand gehängt. Ich glaube, bei ihm war es Ilja oder irgendwie eine andere Person. Und dann einfach, dass man sich ja quasi automatisch beobachtet fühlt. Und wenn man sich einfach jeden Abend fragt, okay, jetzt in meinem Fall wäre eine Sophie stolz auf mich. Wäre eine Vanessa stolz auf mich mit dem, was ich heute gemacht habe? Und ich glaube, keiner möchte diese Frage mit Nein beantworten. Sind wir doch mal ehrlich. Also es wird nicht kontrolliert, also, aber trotzdem ist es ja doch auch, glaube ich, eine gute Sache, die einem helfen kann. Oder zum Beispiel kurzer Trick an die Leute, die Network machen. Ich habe zum Beispiel vor einer längeren Zeit einfach mal Sophie und Vanessa meinen Time-Tree geschickt und der muss jetzt gefüllt werden. Also ich glaube nicht, dass die da jeden Tag reingucken, aber es könnte ja passieren, dass die da wirklich mal reinschauen und wenn da nichts drinsteht über eine längere Zeit, ich will einfach nicht diese Frage bekommen, yo Jenny, was ist los bei dir? Geht's dir nicht gut? Warum hast du keine Calls? Ja, was soll ich denn da antworten? Weil ich am Badesee liege? Ich glaube nicht. Und ich glaube, das ist halt einfach echt so ein Punkt. So, das ist so ein kleiner Trick, dass man sich dann doch irgendwie so ein bisschen unter die Kontrolle stellt. Kann man machen, muss man nicht. Man muss auch so ein bisschen mit umgehen können. Aber im Endeffekt, ich glaube, man muss einfach wissen, zu was man fähig ist. Und ich glaube, wir können viel, viel mehr. Das habe ich auch jetzt in letzter Zeit gemerkt. Irgendwie, ich glaube, jeder kennt das vielleicht, dass man mal so einen richtig stressigen Tag hatte. Die Eltern nerven noch oder wollen irgendwas von einem. Irgendwelche Umstände, da kommen dazu. Irgendwas passt nicht so zusammen, wie man sich das eigentlich gedacht hat. Und trotzdem am Ende des Tages, meistens kriegen wir immer alles geregelt. Es ist dann einfach mal ein stressiger Tag und trotzdem klopft man sich dann abends auf die Schulter und sagt, boah, eigentlich war das jetzt mal ein richtig interessanter Tag, der war mal ein bisschen anders, ein bisschen stressiger und trotzdem konnte ich einfach alles meistern. Und ich glaube, das ist halt einfach mit so der wichtigste Punkt, den man einfach immer vor Augen halten sollte und einfach mal, ja, diesen Sommer wirklich für den Verzicht benutzt, weil im Endeffekt der nächste Sommer kommt bestimmt, so viel kann ich euch sagen, es wird jetzt nicht der letzte gewesen sein. Und im Endeffekt einfach so dieser letzte Punkt, mit dem ich dann auch gleich abschließen möchte. Der Preis,
wenn ihr jetzt nicht durchzieht, wenn ihr jetzt diesen Sommer nicht nutzt, wenn ihr jetzt an den Badesee fahrt, der Preis wird auf jeden Fall höher sein, den ihr dann später bezahlen müsst. Und ich glaube, den wollen wir alle nicht bezahlen. Und mit den Worten bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ich hier speaken durfte und möchte jetzt auf jeden Fall noch Zeit für die anderen Speaker lassen und danke sehr und ja, danke Sophie. Boom. Ich hoffe, die letzte Person ist auf jeden Fall jetzt vom Badesee zurückgekommen und ist nicht mehr dort. Ey, so krasse Punkte auf jeden Fall. Der Chat brennt. Lass es auf jeden Fall noch mal komplett Props an Jenny geben. So extrem nice Punkte. Ich mache mir die ganze Zeit Notizen bei jedem einzelnen Speaker. Man merkt es jedes einzelne Mal, Leute, ich sag's euch, wie sich von Tag zu Tag die Menschen einfach entwickeln, wie von Tag zu Tag eine Jenny sich einfach entwickelt. Und es ist so krass, welche Punkte du mitgegeben hast. Und Leute, ich sag euch, lasst uns nächstes Jahr schon mal die ganzen Yachtcharter in Miami und Dubai reservieren, weil wir werden nächsten Sommer kommt zu 100% mit BYOB. Und damit würde ich auf jeden Fall sagen, danke Jenny für deine Punkte. So ein unglaublich nicer Part gewesen. Und ich erspare dir jetzt mal das PIN, sodass du dann auch in Ruhe auf jeden Fall deine Notizen machen kannst. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem dritten Speaker. Und auch er, hey, wow, Leute, ich sage euch, alle dieser drei Speaker, sie haben so eine coole Journey, oder alle dieser vier Speaker und jetzt der dritte Speaker hat auch eine so unglaublich coole Journey und krasse Journey einfach durchgemacht. Und Olli, du hast es mir vorausgenommen, weil ich wollte nicht John nennen, ich wollte ihn Johnny Pips nennen. Wen haben wir hier auf dem Call? Niemand Geringeres als Johnny Pips. Und ey, Leute, ich glaube, jede einzelne Person auch von euch. Und wenn ihr einen Dani nicht kannte, wenn ihr eine Jenny nicht kannte, wenn ihr einen John nicht kennt, dann macht ihr bis jetzt auf jeden Fall was falsch, weil ich sag euch, folgt diesen Menschen auf Instagram, beobachtet diese Menschen, es sind so krasse Inspirationen. Und genauso auch John, diese Entwicklung und bei ihm, kennt ihr das manchmal? Ihr geht draußen lang, es ist so schönes Wetter und auf einmal kommt so eine dunkle Wolke und auf einmal kommt der Regen aus allen Nähten und ihr seid klitschnass und auf einmal kommt so Boom. Ich sag euch, ne, bei ihm war der Regen positiv, aber es war so, alles war voll normal und auf einmal Boom und von 0 auf 100 hat dieser Mann die krassesten Resultate gemacht und es war bei ihm in gefühlt allen Bereichen so und das ist so krass, weil genau das, was ich zu Jenny eben gesagt habe, auch er ist eine Person, der so unglaublich kompetent ist, der, glaube ich, die Basics, die man für egal was einfach braucht, perfekt gemeistert hat, weil er so viel Wert darauf legt und der auch eine Person ist, der nicht nur sich selber kompetent machen kann, sondern auch vor allem die Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten. Denn Leute, wenn du mit John zusammenarbeitest, wenn du durch John auf das Business gekommen bist, sei so dankbar, weil ich sage dir, du bist auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Mentor. Und das ist auf jeden Fall John, weil er wird dir komplett Step by Step zeigen, wie du genau wie er einfach von 0 auf 100 deine Resultate aufbauen kannst. Und ich bin extrem dankbar, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. John, deine Entwicklung ist crazy. Ich weiß auch, dass gerade genau deine Zeit gekommen ist, dass deine Journey einfach jetzt ist. Und damit würde ich auf jeden Fall sagen, macht komplett Welle nochmal in den Chat. Ich sage euch, die Energy ist auf jeden Fall sehr, sehr geil auf diesem Teamcall. Und dann würde ich sagen, John, das Stage is yours. Oh Mann, ey, das ist so krass, ne? Bei Sophie, das ist so krass. Man sitzt einfach nur noch und hat so ein dickes Grinsen im Gesicht. Erstmal natürlich vielen, vielen Dank für die Worte. Ja, ich weiß, warum Leander immer sagt, du hast das krasseste Eddie-Fan drauf. Ist einfach der Fakt. Es ist Facts und natürlich auch krasse Parts gerade, die gerade da waren, sehr, sehr coole Informationen, sehr, sehr wichtige Informationen, die man vorne umsetzen kann und sollte, vor allem auch für das Thema Mindset. Und ich glaube, da bin ich auch schon bei dem Punkt, ich möchte heute nicht so über Work Ethic sprechen, nicht so über das, nicht über dies, sondern über Psychologie. Weil dieser Punkt ist crazy, weil ich sag mal, wo brauchen wir alles Psychologie? So, die meisten Leute würden jetzt sagen Trading. Und ich sage ja, aber die Punkte, die ich euch jetzt nenne, sind Erfolg. Für Erfolg in eurem Leben. Ja. Und eine wichtige Sache, für mich ist mein geldmäßiger Erfolg im Trading. So ist ja klar. Ne? Aber so, jeder macht hier was anderes. Einige Leute sind in anderen Bereichen aktiv. Aber eine wichtige Sache ist, für mich Psychologie, Trading, Psychologie, erfolgreich zu traden. Ich beziehe es jetzt erstmal darauf. Besteht aus drei Dingen. Reflexion, Geduld, Impulskontrolle. Und das Interessante ist, der Markt, dein Metatrader, dein Konto gibt dir immer ehrliches Feedback.
ehrlicher kannst du es gar nicht bekommen. Aber das Problem ist, wir Menschen sind so gut, uns zu belügen. Das ist unfassbar. Wir sind so gut, dass wir selbst das ehrlichste Feedback, was wir bekommen, einfach ignorieren, weil wir dem Markt, unserem Konto, was auch immer, keine Rechenschaft schuldig sind. Wir müssen ihm nicht erklären, warum was passiert. Und ich werde euch jetzt den Grund nennen, warum auch nur rein aus dem egoistischen Grund, Network zu betreiben, das Ganze Sinn ergibt. Weil ich sage euch ehrlich, ich kenne die meisten erfolgreichen Trader bei uns, sind Networker. Unter anderem auch ich. Und die meisten Leute, die hier krasse Konten traden, ihr könnt die gerne mal fragen, habt ihr einen Rank, habt ihr ein Team? Die Leute werden sagen, ja. Warum sind so viele Leute stuck in den Results? Was die Produkte hier anbelangt, ist ganz einfach, weil sie keine Person haben um sich herum, mit denen sie diese drei Dinge üben können. Reflexion, Geduld, Impulskontrolle. Weil der Markt, ist es scheißegal, ob du impulsiv bist, es ist ihm ganz egal, ob du geduldig bist, es ist ihm ganz egal, ob du dich reflektierst. Aber eine Sache habe ich dadurch gelernt, dass ich hier erstens ein Team aufbaue. Ich musste anfangen, mich zu reflektieren. Ich musste anfangen, geduldig zu werden, weil Menschen um mich rum auch ihr eigenes Leben haben, ja, ihren eigenen Alltag. Und vor allem das allerwichtigste Thema, meiner Meinung nach, um erfolgreich zu werden, Impulskontrolle. Was sind deine Impulse, die du gibst für den Markt, für andere Dinge in deinem Leben? Ja, egal was es ist, ja, wo du erfolgreich sein möchtest, weil Impulskontrolle heißt, zu wissen, wann du etwas machst und wann du etwas nicht machst. Das ist Impulskontrolle. Und das Ding ist, der Markt, du kannst jedes Mal reingehen, oder? Jedes Mal, jede Sekunde. Du kannst aber nicht jedes Mal Menschen sagen, was sie vielleicht zu tun und zu lassen haben oder was du von ihnen denkst. Versteht ihr, was ich meine? Du möchtest Menschen helfen, aber es gibt manche Momente, wo du Menschen das jetzt nicht so mitgeben kannst, wo du selbst kontrollieren musst und zu sagen, okay, stopp. Ich davor war wirklich eine Person, die war sehr impulsiv. Und das im negativen Sinne, dass ich sehr schnell aggressiv geworden bin, beleidigt habe, was auch immer. Und ich hätte das niemals überhaupt erkannt, das Problem, hätte ich nicht mit Menschen gearbeitet und hätte dadurch mein Trading improved. Und wäre dadurch krasser geworden im Trading. Weil ich sage euch ganz ehrlich, das Problem ist, ich kenne so viele Leute hier, die seit Monaten dabei sind, keine Resultate im Trading haben. Aber diese drei Dinge, die ich gerade genannt habe, auch gar nicht testen können. Woher willst du denn wissen, ob du richtig reflektierst, ob du geduldig bist, ob du deine Impulse kontrollieren kannst, wenn du keine Person hast, die es dir sagen kann? Ich habe durch Olli, durch Sophie so viel gelernt, was es bedeutet, mich selbst zu entwickeln, weil ich anfangen musste, mit Menschen zu arbeiten. Durch die Entwicklung dadurch bin ich im Trading besser geworden. Weil ich gelernt habe, was es bedeutet, mit sich selbst klarzukommen. Weil das ist nämlich der ganze Prozess. Aber wenn du nur für dich bist, nur alleine bist, nur probierst das alleine durchzuziehen, niemanden mal hast, den du was erklären musst im Trading. Ey, ich sage euch, das ist der krasseste Scheiß. Warum mache ich die Sessions? Jungs, ich werde so viel besser dadurch im Trading. Ich sage es euch ehrlich. Ich werde so viel besser, allein nur dadurch, dass ich Sessions mache für andere Menschen. Klar, ich mache das gerne aus Liebe, aber ich möchte euch gerade den egoistischen Grund dahinter sagen. Weil viele Leute, ich sage euch ehrlich, du wirst hier nicht krass Erfolg haben im Network, wenn du nicht für Menschen bist. Aber ich rede jetzt nur aus der egoistischen Sicht. Dadurch, dass ich so viele Trading-Sessions mache, so vielen Menschen weiterhelfe dort, mit so vielen Menschen spreche, werde ich selber besser. Ich selbst werde besser. Und das ist der größte Point. Ich sage es euch ehrlich, das ist der größte Point. Weil so viele Leute wollen gefühlt den Weg hier alleine. Ich sage dir, alleine wirst du es nicht schaffen. Alleine wirst du diesen Weg hier nicht bestreiten können, weil du niemanden hast, an den du deine Kompetenzen messen kannst. Wie soll ich das sagen? Der Markt sagt es dir zwar, aber dir ist es doch, sind wir ehrlich, den meisten ist es egal, was der Markt sagt. Er kann euch 5 Monate lang rote Zahlen geben und ihr würdet immer noch nicht wissen, was ihr falsch macht. Aber ich habe dadurch gelernt, dass ich ein Team habe, bedeutet, wie rede ich richtig mit Menschen? Dadurch habe ich meine Denkensweise in mir selbst verändert, neue Glaubenssätze aufgebaut, gelernt, dass ich vielleicht erstmal nachdenken soll, bevor ich handle. Was macht ihr da draußen, die meisten? Sie handeln erst und dann denken sie nach und sehen den SL.
So, und ich sage euch ehrlich, wenn du mit Menschen, der Markt gibt dir euch einfach nur eine rote Zahl. Wenn du zuerst impulsiv bist mit Menschen, gehen Menschen. Und das tut dir emotional weh. Das ist eine ganz andere Sache. Das Konto, das Geld ist dir egal. Aber das hittet dich auf einmal emotional, weil du Personen hast, die du vielleicht verletzt hast. Weil du vielleicht Menschen hast, die auf einmal diese Opportunity hier nicht mehr nutzen. Weil du vielleicht falsch reagiert hast. Weil auf einmal deine Upline sich denkt, okay, Digga, ja, dann mach doch alleine, so ist mir scheißegal, wenn du meine Zeit nicht wertschätzt. Ich sage euch ehrlich, ich wäre niemals an dem Punkt im Trading gewesen oder wäre niemals dorthin gekommen, hätte ich nicht angefangen, andere Menschen davon zu erzählen, mir soziale Kompetenzen aufzubauen, weil Trading ist nichts anderes als soziale Kompetenz zu besitzen. Sag mir mal ehrlich, die Strategie sind 10%. Ich ziehe mein Fibonacci und gehe rein. Ihr kennt es alle, ihr seid auf meinen Sessions, mehr mache ich nicht. Aber alles drumherum ist soziale Kompetenz. Mehr nicht. Ja, und wie lernst du soziale Kompetenz nicht alleine? Du wirst nicht alleine lernen, wie du mit dir zurechtkommst. Du wirst es nur lernen, wenn du mit Menschen unterwegs bist. Wenn du auf Events gehst, wenn du mit Menschen sprichst, wenn du Leute in deinem Circle hast, mit denen du dich über Trading unterhalten kannst. Dickes Shoutout geht raus an Carsten bei mir. Dieser Typ hat das irgendwie von alleine verstanden. Ich habe ihn nicht mehr. Er hat einfach von Leuten erzählt. Er hat letzten Monat sein Konto verdoppelt. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Er ist just wie 6. Er ist seit zwei, drei Monaten am Start. Und einfach, weil er so viel, er ist Unternehmer von sich aus. Also von alleine ist er Unternehmer. Und man merkt bei solchen Menschen die soziale Kompetenz, wie sie wirkt. Die müssen mit Leuten umgehen, sie müssen mit Leuten sprechen, sie müssen mit Leuten arbeiten. Und deswegen können die Leute traden. Aber an alle Leute hier, die nur das Ganze für sich machen, nur alleine machen, niemanden davon erzählen wollen, mit niemanden darüber sprechen, sich mit niemanden austauschen allgemein, ihr seid verloren. Weil ihr werdet niemals so die Kompetenzen erlangen, die es braucht, um sich selber leiten zu können. Du hast keinen Spiegel vor dir, der dir mal ehrlich die Wahrheit sagt, die dir emotional wehtut. Weil der Markt macht es zwar, aber die meisten hören nicht drauf. Und ihr wisst auch nicht, was ihr falsch macht. Ihr wisst es nicht. Menschen können euch sagen, ey, das war vielleicht scheiße gerade von dir. Ey, probier's mal so. Lies dir mal ein Buch darüber vielleicht. Mach mal da, vielleicht setz das so und so um. Spring über deinen Schatten. Geh aus deiner Comfortzone raus. Alles Dinge, die dir der Markt nicht sagt, sondern nur zeigt. Menschen können es dir sagen. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ein bisschen deeper heute mal. So ein Part habe ich noch nie gemacht. Aber mir ist das in letzter Zeit sehr oft aufgefallen, wo ich mit Teampartnern auch gesprochen habe, wo mir irgendwann aufgefallen ist, eigentlich habe ich die Kompetenzen im Trading nur gelernt, weil ich angefangen habe, mit Menschen darüber zu sprechen. Natürlich habe ich dann auch im Network meine Results bekommen, Erfolge bekommen, aber vor allem in dem Punkto, weil es ist nichts anderes, Erfolg bedeutet nichts anderes, als sozial kompetent zu sein, egal in welchen Bereichen. Damit gebe ich das Wort auf jeden Fall ab an Sophie. Danke, dass ich hier sprechen durfte und ja, Mann, schreib weiter mit und mach die Camps an. Wow, ich dachte gerade allein durch dein Mikro, ich war auf so einer Podcast-Session. Ich glaube, ich habe die letzten 10 Minuten so krank zugehört und so viele Dinge einfach mitgenommen. Und ich war so richtig, wow, es hat so viel Sinn ergeben, was du einfach gesagt hast. Und ich glaube, man sieht es an den Reaktionen im Chat, wie wertvoll genau diese Punkte waren. Und ich glaube, es waren auch Punkte, die super, super viele Leute einfach hören mussten. Wofür du einfach stehst. Das heißt, bitte, John, tu uns einen Gefallen und mach ein Reel darüber mit deinem Mikro. Diese Stimme klingt so nice durch Mikros. Ich bock mir auch ein Mikro mittlerweile zu kaufen und ich sag euch, checkt euch Johns Instagram ab. Das steht auch dort. Er hat extrem geilen Content auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die anderen es auch hatten, aber folgt auf jeden Fall den ganzen Leuten auf Instagram. Ich sag euch, geisteskranke Inspiration. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Punkte. Und ich würde auf jeden Fall sagen, wir kommen zu der letzten Speakerin des heutigen Abends. Und mit ihr hatten wir heute tatsächlich einen Call und dort ist uns auch wieder aufgefallen, hey, okay, wir hatten einen Dreier-Kombinations-Call, das letzte Mal war, als diese Person eingearbeitet wurde. Und es ist so krass, wenn wir darüber nachdenken, und zwar von wem spreche ich, liebe Yamur, dass gefühlt auch sie einfach diese Person war, die einfach am Anfang so unscheinbar irgendwo in dieses Business gestartet ist, aber gar nicht so unscheinbar tatsächlich war. Und ich weiß, die hat doch auf dem BYUB-Event, wo alle da waren, ein bisschen ihre Story erzählt, sage ich mal, gerade was das Ganze
Ist das schon 2 Jahre her oder ist es 1 Jahr her? Boah, ich komme gar nicht mehr mit den Jahreszeiten. Klar, 1 Jahr her. Was in dem letzten Jahr, sage ich mal, bei ihr einfach los war, welche Dinge sie einfach lernen konnte und welche Learnings sie vor allem auch einfach ziehen konnte. Und deswegen ist es enorm, enorm krass, was sie einfach für eine Entwicklung durchgemacht hat und wo sie vor allem auch bis Ende des Jahres einfach stehen wird, weil auch sie ist eine Person, ich glaube, sie ist der Inbegriff gefühlt von Hustle, sie ist der Inbegriff von, ey, ganz ehrlich, ich heul nicht rum, ich ziehe einfach die Dinge durch, weil am Ende des Tages, ich weiß, ich bin selber verantwortlich für meinen Erfolg und das ist so unfassbar crazy. Deswegen, Leute, wenn ihr schon mal was von Yamo gehört habt, macht Welle in den Chat für Yamo. Wenn ihr mit Yamo zusammenarbeitet, macht Welle in den Chat für Yamo. Wenn ihr keine Ahnung habt, wer diese Yamo ist, dann werdet ihr sie gleich kennenlernen und ihr hättet euch gewünscht, dass ihr vorher Welle in den Chat gemacht hättet, weil ich weiß, dass die gleich extrem, extrem nice Punkte auf jeden Fall raushauen wird. Deswegen, ich weiß, ey Leute, es ist so geil, euch alle zu sehen, weil ich weiß, eure Zeit wird jetzt kommen und jetzt werden noch krassere Dinge passieren, als ihr bis jetzt schon aufgebaut habt. Deswegen, Yamo, ich bin auch enorm, enorm dankbar für dich. Ich bin unglaublich stolz. Ihr könnt so dankbar sein für diese Frau, wenn ihr mit Yamo sehr, 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 sehr close einfach auf einer tagtäglichen Basis zusammenarbeiten dürft. Und deswegen, ich würde sagen, Girl, der letzte Part von diesem Team Curl gehört auf jeden Fall dir. Yes, alright. Könnt ihr mich erstmal gut hören? Hört man mich gut? Yes. Yes. Perfekt. Nice. Oh, ich merke gerade, es ist ein bisschen dunkel. Warum nicht? Ich glaube, ich mache mal so ein bisschen heller. Ja, nice. Auf jeden Fall danke dir auf jeden Fall, Sophie, für die lieben, lieben Worte. Also ich kann den anderen Speakern nur zustimmen. Also von dir ein Edifying zu bekommen, das sollte wirklich euer Goal sein, Leute. Deswegen sieht es so wirklich als Goal, von Sophie mal ein Edifying auf dem Teamcall zu sehen, weil es ist wirklich ein ganz anderes Level. Deswegen, ja, Mann, aber ich starte direkt einfach mal los und nochmal danke an die vorherigen Sachen, die ich vorhin mitschreiben konnte von den anderen Speakern. War auch wirklich krasse, krasse Parts. Ich bin dankbar, das Ganze auch jetzt einfach mal abschließen zu dürfen. Deswegen mache ich auch schnell einen schnellen Part, damit ich euch einfach nochmal die Punkte mitgeben kann, die jetzt bei mir in letzter Zeit echt sehr, sehr, sehr krass präsent und wichtig waren. Und zwar möchte ich auch über ein Thema sprechen, was Jenny schon auf jeden Fall angesprochen hat. Und zwar, ich möchte hier komplett einmal um Sacrifice sprechen. Ja, also ich möchte einmal komplett um Verzicht sprechen. Ich möchte euch komplett erklären, wie wichtig es ist, eigentlich wirklich mal zu verzichten. Und ja, und dieser Verzicht ist jetzt nicht so, ja, okay, ich rauche jetzt mal heute eine Kippe weniger oder ich verzichte jetzt einfach mal, keine Ahnung, heute mal wirklich auf die Shisha-Bar, sondern wirklich konstant zu verzichten, ja, langfristig einfach mal für einen längeren Zeitraum zu verzichten, weil ich starte direkt einfach mal mit einem krassen Satz, der, wo ich den letztens mal aufgeschrieben hatte, in einem Mentorship, wo ich den gelesen habe und er mir gefühlt so eine Schelle gegeben hat, und zwar, ihr könnt euch das mal wirklich notieren, ich bin mir sicher, jeder kann das einfach für sich mitnehmen, und zwar, ich verzichte jetzt auf Dinge, die ich liebe, um später nicht auf Menschen zu verzichten, die ich liebe. Ja, weil ihr müsst jedes Mal wirklich immer eine Entscheidung treffen. Ihr werdet euch sowieso entscheiden, ja. Ihr werdet sowieso jedes Mal auf etwas verzichten. Ihr werdet jedes Mal auf etwas verzichten, nur die Entscheidung liegt immer in eurer Hand. Und in der Regel, also was ich jetzt in Erfahrung genommen habe, die Menschen verzichten lieber immer irgendwie auf die Menschen, die sie lieben. Sie verzichten irgendwie immer doch lieber auf ihre Eltern, auf ihre Familie, auf ihre Freunde, weil sie glauben, dass die Zeit von unseren Eltern grenzenlos ist. Ich meine, unsere Eltern, also ich rede jetzt gerade bezüglich über Eltern, weil sie sind schon etwas älter als wir. Sie werden leider nicht ein Leben lang leben und deswegen müssen wir gerade die Zeit mit ihnen nutzen und vielleicht auch einfach mal kurzfristig verzichten, Zeit mit unseren Eltern, mit unserer Familie, mit unseren Freunden zu haben, um langfristig mit ihnen unfassbar, unfassbar viel Zeit zu haben, weil unsere Eltern, Familie, Freunde, aber gerade so Eltern haben unfassbar viel für uns in Kauf genommen, unfassbar viel für uns verzichtet und wir schaffen es noch nicht einmal 2-3 Jahre lang ein Business durchzuziehen, um ihnen einfach mal das Ganze zurückzugeben, ja, und deswegen, ob du es glaubst oder nicht, vielleicht weißt du es noch nicht mal, aber du hast dich schon lange für etwas entschieden. Ich weiß es nicht, für was du dich entschieden hast. Ich habe keine Ahnung, aber du hast dich schon sehr, sehr, sehr lange für etwas entschieden. Und das kannst du dich einfach mal selber fragen, für was hast du dich eigentlich entschieden? Ja, du bist vielleicht jetzt hier auf dem Teamcall, ja, aber nie auf dem Teamcall zu sein, heißt nicht alles. Ich weiß nicht, und das hat Jenny vorhin auch richtig geil gesagt, ich weiß nicht, was du machst, wenn du hinter verschlossenen Türen bist. Ich habe keine Ahnung, was du da machst, ja. Aber da triffst du jedes einzelne Mal die Entscheidung, ob du jetzt gerade für deine Zukunft, für deine Träume und Ziele arbeitest oder ob du jetzt gerade doch lieber, ja, deine Freunde rufen nicht an, lass uns Shisha Bar kurz gehen, lass uns kurz in den Club gehen, lass uns dies und das machen, ob du dich doch jedes Mal immer für diesen kurzfristigen Spaß entscheidest, ja? Weil es ist immer ein Kampf zwischen kurzfristiger Spaß und langfristiger Erfolg. Jedes Mal.
kurzfristiger Spaß oder langfristiger Erfolg. Und die meisten Menschen tendieren dazu, immer sich für diesen kurzfristigen Spaß zu entscheiden. Das ist auch der Grund, warum jetzt draußen alle Cafés überfüllt sind, warum alle draußen sitzen. Ich hatte vorhin, bevor ich hergekommen bin, ein Offline-Meeting, wir saßen da im Café und alle Leute saßen draußen, haben gegessen, haben dies, das und bla 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 gemacht und wir saßen da am Hustlen, haben das Business präsentiert und da hat man wirklich die 95 und die 5%-Seite gemerkt. Alle Leute saßen da und haben ihr Leben gelebt, haben einfach ihr Leben gelebt, sage ich mal so, und wir saßen da am Hustlen, haben ein Offline-Meeting gemacht, ja, und das ist halt wirklich die Sache, dass die meisten Menschen einfach wirklich nie dazu kommen, irgendwie kurzfristig zu verzichten, weil sie gar nicht mal sehen, was bringt es überhaupt jetzt mal kurz zu verzichten, um langfristig davon leben zu können, denn ich sage immer so schön, entweder gibt es hier Spieler in diesem Business oder es gibt Schauspieler. Wirklich, entweder gibt es hier Spieler in diesem Business oder es gibt Schauspieler. Entweder bist du wirklich ein Spieler und verzichtest oder du tust nur so, du sagst es nur so, du sagst, ey, ja, ich bin am Hustlen, ja, ich bin am Machen, ja, mein Kalender ist voll. Und am Ende expost dich dein Kalender, dein MetaTrader expost dich, dein PSV expost dich. Du wirst exposed, wen lügst du an? Ich meine, wen lügst du an? Jeder weiß, dass du ein Schauspieler bist. Jeder weiß, dass du ein Schauspieler bist. Jeder weiß, dass du nicht der Spieler bist, den du immer behauptest zu sein. Ja, deswegen sei dir sicher, entweder kannst du nur ein Spieler sein oder du bist ein Schauspieler, aber du bist nichts in between. Ja, also wirklich deswegen entscheide dich, verzichte und sei der Spieler wirklich, der seine Familie unterstützt, der seine eigenen Träume und Ziele erfüllt, der wirklich anfängt, für sich selber zu arbeiten, weil das ist wirklich das, worauf es zählt, weil ich habe das letztens bei Adrian Lux Story gesehen, ihr werdet jetzt genau wissen, was ich meine, aber wirklich, die einen schwimmen 2-3 Jahre lang in Schwimmbädern, ja, und die anderen schwimmen nach zwei, drei Jahren in Geld, wirklich, und das ist so ein Nugget, wo ich das gelesen habe, ich dachte mir so, Adrian Lux hat es wieder genau auf den Punkt gebracht, weil das ist wirklich der Punkt, wirklich Spieler schwimmen 2-3 Jahre lang jetzt nicht im Schwimmbad und schwimmen aber dann 2-3 Jahre später wirklich in Geld. Und das ist wirklich die Sache, die ihr euch wirklich selbst fragen sollt, wer seid ihr eigentlich, ja? Wer seid ihr? Seid ihr Spieler oder seid ihr Schauspieler? Seid ihr eher dafür da? Seid ihr jetzt gerade hier auf dem Teamcall, um zu sagen, ja, ich war heute auf dem Teamcall, ich habe für mein Business gearbeitet und geht danach gleich sofort pennen oder es ist 22 Uhr, ich meine, es ist immer noch hell, ihr könnt immer noch rausgehen mit euren Freunden, geht ihr danach direkt raus mit euren Freunden und macht dies und das oder setzt ihr euch hin und macht euch vielleicht mal eine Liste von Dingen, die euch ablenken. Ich preache es in meinem Team immer und immer wieder. Ja, Leute, die mit mir zusammenarbeiten, haben es öfters gehört. Schreibt euch eine Liste auf von Dingen, die euch ablenken. Oh mein Gott, wichtig. Ehrlich, Leute, wer das noch nicht heute getan hat, wirklich, da, ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr dieses Business ernst nimmt. Ihr müsst euch wirklich alle Dinge aufschreiben, die euch ablenken, weil es ist okay, dass sich euch Dinge ablenken. Es ist okay, wirklich, mich lenken auch 1000 Dinge ab, aber ich weiß, welche Dinge mich ablenken und ich streiche sie aus meinem Leben. Ich verzichte darauf, auf die Dinge, die mich ablenken. Deswegen, wenn du heute immer noch keine Liste hast von Dingen, die dich ablenken, mach es heute noch, wirklich mach es heute noch und schick es deiner Upline. Schick es deiner P6 oder P1 Above Upline, ja? Schick es deiner P6 und wenn du hast, am besten eine P1 Upline, schick es deiner P1 Upline, dass du wirklich Dinge hast, beziehungsweise eine Liste hast von Dingen, die dich ablenken, weil das ist so, so, so wichtig, dass du wirklich selber weißt, reflektierst, was lenkt dich eigentlich ab, ja, was hält dich von deinem langfristigen Erfolg ab, ja, und sei wirklich der Spieler, weil die Leute, also an alle P1-Above-Leute, wenn ihr wisst, die Person hat mir gerade eine Liste geschickt von Ablenkungen, wisst ihr, das ist der Spieler und das ist nicht der Schauspieler in eurem Team. Das ist der Spieler, weil wirklich wahre Spieler gucken sich das Ganze an und überlegen sich, okay, worauf kann ich verzichten? Ist es vielleicht zu viel Netflix? Ist es vielleicht mal TikTok? Ist es vielleicht auch mal hin und wieder rausgehen am Wochenende mit Freunden in den Club, an den See, in die Shisha-Bar? Ist es vielleicht irgendwie zwischendurch immer wieder die Nachrichten, Instagram, die Pop-Up-Nachrichten? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber schreibt euch wirklich eure Lampenablenkung auf, weil so werdet ihr auf jeden Fall wirklich wissen, worauf ihr verzichten solltet, ja, um einfach euren langfristigen Erfolg zu kriegen. Deswegen seht euch das selber auf Aufgabe. Fühlt euch nicht gezwungen, das zu tun, sondern fühlt euch gezwungen, das für euch selber zu tun. Für eure Träume und Ziele einfach für euch selber zu tun, ja. Wirklich deswegen sendet einfach gerne eurer P1 Above Upline die Liste und dann habt ihr schon mal was richtig Gutes für euch selber getan. Und sonst möchte ich das Ganze auch schon direkt abschließen und zwar sind unsere negativen Gedanken auch oftmals so Dinge, die uns sehr krass zurückhalten und auf die wir auch mal klar verzichten müssen, aber es ist nicht so einfach. Aber seid euch wirklich sicher, dass negative Gedanken in unserem Kopf unsere Sklaven sind, okay? Negative Gedanken, wir versklaven unsere negativen Gedanken. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir anfangen, unsere negativen Gedanken auszusprechen,
seid ihr die Sklaven von euren negativen Gedanken. Ja, deswegen werdet nicht die Sklaven von euren negativen Gedanken, werdet auch nicht Sklaven von eurem negativen Umfeld, von euren Ablenkungen. Wirklich nehmt euren Erfolg, euer Potenzial in eure eigenen Hände. Denn wirklich, ich sehe es wirklich, wir sind eigentlich alle Spieler, nur viele versuchen noch immer zu krass einen auf Schauspieler zu machen, aber merken gar nicht, dass sie wirklich anfangen müssen, und wenn ich es heute nicht getan habe, wirklich anfangen müssen zu verzichten, um da langfristig auf jeden Fall nie wieder mehr verzichten zu müssen. Ja? Verzichtet jetzt, damit ihr langfristig nie wieder mehr verzichten müsst. Ja, das ist ehrlich gesagt das, was ich noch sagen wollte. Sonst würde ich sagen, danke auf jeden Fall, dass ich hier sprechen durfte. Und sonst gebe ich direkt Sophie wieder das Wort ab. Boom! Ich würde sagen, ey, der Chat brennt. Macht doch mal alle Welle in den Chat für die liebe Yamua, the one and only Mrs. Real Talk. Ey, ich glaube, es waren extrem, extrem geile Punkte, die du gerade noch mitgegeben hast. Und ich sag euch allein in dieser Satz, ey Leute, wenn man jetzt nicht auf Dinge verzichtet, die man liebt, wird man langfristig auf Menschen verzichten, die man liebt. Das ist schon krass. Das ist schon richtig krass. Deswegen so geile Punkte gewesen, Girl. Und ich sag euch, diese Leute, und das will ich first of all sagen, reden kann jeder, aber ich weiß, sei es eine Yamur, sei es eine Jenny, sei es ein Dani, sei es ein John, die Punkte, die sie mitgegeben haben, die leben diese Leute. Das ist nichts, was sie auf dem Mentorship aufgegriffen haben und sich dachten, boah, klingt eigentlich voll cool, job ich vielleicht mal Montag 21 Uhr auf dem Teamcall, sondern das sind Dinge, die die umgesetzt haben. Ja, das heißt, wenn ihr irgendwelche Punkte extrem, extrem krass gehittet haben, schreibt diesen Leuten auf jeden Fall nochmal so, dass du ganz genau weißt, hey, was meinen sie damit, connectet euch mit neuen Leuten, weil das sind zu 100%, und ich setze meine Unterschrift sogar darunter, Spieler in BYOB und auf jeden Fall keine Schauspieler. Deswegen danke für das Nugget, Yam. Und damit würde ich auf jeden Fall sagen, wichtig,